Hi, ich wünsche euch allen einen schönen zweiten Advent und begrüße euch natürlich gleichzeitig zu einem neuen Video. Wir sind im Herbst unterwegs an einem großen Fluss in Deutschland und wollen wilde, unbekannte Karpfen fangen. Ohne große Vorbereitung ankommen, Blatt suchen, mit dem Angeln beginnen und mit etwas Glück auch einen Fisch abholen. Das klingt gar nicht so einfach, vor allen Dingen beim Flussangeln auf Karpfen. Aber kommt einfach mit, wir werden sehen, ob der Plan aufgeht. Es wird definitiv spannend. Abfahren! Hi, ich grüße euch alle zu einem neuen Video. Wundert euch nicht, warum ich so komisch hier im Auto sitze mit der Schwimmweste um. Ich habe eben bei da oben in der Donau mein Boot reingekracht. Ich will jetzt nur mal aussteigen. Du bleibst, Finny, du bleibst drin. Wir wollen Karpfen angeln am großen Fluss, an der wunderschönen Donau. Und sind jetzt gerade auf der Suche, wo wir die Bullis hinstellen können, wo wir einen aussichtsreichen Platz finden. Die Boote haben wir eben weiter oben rausgekracht, sind schon ein bisschen mit dem Boot rumgefahren und finden diese Kurve hier, die ihr hier seht, ultra spannend. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir am besten das Uferlager aufbauen. Ja, der Platz zum Karpfenangeln, vor allen Dingen an Flüssen, ist das A und O. Und deswegen habe ich jetzt schon meine Schwimmweste an, weil ich die eben gebraucht habe, zum Boot fahren. So, aber jetzt geht es nochmal zurück ins Auto. Ich hoffe, dass unsere Boote da oben nicht wegkommen. Die haben wir da oben festgeknotet. Fahren wir ein Stück weiter. Warm, Finny, hä? Ultra warm, ja. Ja, das ist wahrscheinlich das letzte richtig heiße Wochenende jetzt. Der Herbst kommt in schnellen Schritten auf uns zu. Schaut euch das mal an hier, den Fluss. Mega, ja. Absolut mega. Vor 2 Jahren war ich schon mal hier unterwegs. Ich verlinke euch mal das Video hier oben und jetzt wollen wir es nochmal probieren. Hier sieht man überall so ein paar Plätze von Anglern. Aber ich würde halt gerne diesmal irgendwie mal probieren, ohne großen Schnickschnack, ohne viel Heckmeck. Vielleicht können wir sogar einen Platz finden, wo wir aus dem Bulli rausangeln können, also wo die Busse in der Nähe stehen, weil ich habe unheimlich viel Material hinten im Auto. 2-3 Tage haben wir jetzt Zeit und danach geht es für mich direkt weiter nach Österreich und dann auf direktem Weg nach Italien. Also ich habe alles dabei, was ich brauche aktuell. Und deswegen wäre es ganz cool, wenn das Auto irgendwo in Platznähe stehen könnte. Aber vielleicht haben wir Glück und finden irgendwas. Ja, Finny ist sauber. Ne? Ich glaube, wir werden erstmal jetzt baden gehen. Hier seht ihr das ungefähr, was ich meine. Eine richtig schöne Außenkurve. Steinpackungsseite. Da waren wir vorhin auch kurz mit dem Boot gucken. Wir nehmen euch nachher nochmal mit aufs Boot, zeigen euch genau auf dem Echolot, was wir uns überlegt haben. Und drückt uns die Daumen, dass wir hier einen starken Flusskarpfen an der Donau ans Band bekommen. Wir haben nichts vorbereitet, nicht vorher gefüttert, nichts gemacht. Ja, mal gucken, ob es geht. Wasserstand passt, alles sieht gut aus, Wetter passt. Vielleicht ist es auch zu heiß, den Karpfen, ja, wer weiß. Schauen wir mal. Wir haben einen super Standplatz gefunden für die Bullis, also können theoretisch direkt hier aus dem Auto raus angeln. Ob wir das machen, wissen wir noch nicht. Aber jetzt müssen wir erstmal unsere Boote holen. Ja. Die hängen weiter oben, weil da ist ein bisschen was los an der Tripanlage. Ja, die letzten Tage waren wir hier schon an der Donau unterwegs. Ihr seht ja, wie verzaust wir sind. Das Video habt ihr bestimmt schon gesehen. Der verrückte Waller-Workshop, wo es nur geraucht hat, also hauptsächlich das aktive Angeln, war ja der Wahnsinn. Ich verlinke es euch hier oben nochmal. Ja, und jetzt habe ich mit meinem Karpfenpapst Martin gesprochen. Wenn ich schon mal hier oben bin im schönen Süden, könnten wir doch eigentlich noch ein bisschen Karpfenangeln dranhängen. So, und die Donau ist ein Wahnsinnsfluss. Keiner weiß genau, was hier rumschwimmt. Alles wilde, unbekannte Fische und das ist unser Ziel. Und wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Wir haben jetzt noch ein bisschen Action bei dem Hochdruck
super heißen Herbstanfang hier Boote holen. Und dann schauen wir mal. Aber ich glaube, die Boote, da läuft er übrigens, ne? Kannst du mal Hallo sagen. Mit seinem Sonnenhut, frisch aus Ibiza gelandet. Aber ich glaube, die Boote werden wir hier gar nicht großartig brauchen. Wir können hier ganz normales Uferangeln machen. Also wir wollen unsere Köder direkt in der Packungskante parken, auf Wurfentfernung. Aber das zeigen wir euch. Wir zeigen euch mal den Spot vom Wasser aus, vom Echolot, was wir uns überlegt haben. Aber jetzt erstmal das restliche Material holen und dann mal kurz reinspringen. Eine schnelle Abkühlung nach 2 Tagen Welsangeln. Und dann geht's auf Karpfen. Ich hoffe, ihr habt Bock, ihr seid dabei. Abfahrt. Ah, Finny, geht hier was auf Karpfen? Ist doch mega. Oben stehen unsere Bullis und hier unten sind wir direkt in der Steinpackung in der Außenkurve von der Donau. Bin gespannt. Wasserfärbung ist sehr, sehr klar. Könnt ihr, glaube ich, hier gut erkennen. Überall Wasserpflanzen hier am Ufer, im Uferbereich. Hier wollen wir es probieren. Ja, so viel zum Thema großes Auto beim Angeln. Mein Bulli ist komplett mit Material für eine Person vollgekracht, ja. Also natürlich Klagen auf hohem Niveau. Ich habe das Wallerzeug dabei, ich habe Karpfenzeug dabei, alles, was ich für die Workshops brauche. Nach dem Karpfenangeln werden wir weiterfahren nach Österreich, hatte ich euch vorhin ja schon erklärt, und den nächsten Workshop haben. Und natürlich mein Karpfenmaterial und natürlich Futter, ja. Und da ist wirklich bei solchen Sessions mein Aufstelldach oben optimal. Ich kann jetzt hier ein bisschen Ordnung machen, das Karpfenzeug rauskramen, das andere Angelzeug drin liegen lassen, aufgeräumt, einigermaßen, und kann hier oben auf dem Dach von meinem Bulli ganz perfekt jetzt schlafen. Das ist eine coole Sache, vor allen Dingen auch, wenn ich mit meiner Family unterwegs bin, da kann ich hier unten rumwüten und die können einfach hochklettern dann ins Schlafdach, ins Aufstelldach und pennen und haben ihre Ruhe und ihren Platz, ja. So, aber jetzt heißt es erstmal aufbauen und dann ins Wasser springen. Nach einem erfrischenden Bad in der 20 Grad warmen Donau sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Da merkt man erstmal, dass 20 Grad Wassertemperatur gar nicht so viel ist. So, wir haben natürlich Bangsticks am Start. Auch eine gute Wahl, eine gute Lösung jetzt. Weil auf dem Damm, wo wir uns befinden, ist alles Steinpackung. Und da kriegst du am besten diese Bangsticks rein und könnt die Ruten am flexibelsten setzen. Wir werden hier in dieser Außenkurve, wir gehen gleich nochmal zusammen aufs Boot, euch mal den Spot zeigen, den wir uns ausgewählt haben. Setzen uns erstmal die Rutenhalter und dann bringen wir ein bisschen Futter. Wie gesagt, wir haben ja nichts vorbereitet. Erster Tag geht es direkt los, aber wir haben gutes Futter dabei, was die Fische, hoffen wir mal, schnell hier ans Boot zieht. Kurz die Bangsticks vorbereiten und dann gehen wir mal zusammen aufs Boot. Zeigen wir euch mal den Spot, den wir uns ausgesucht haben. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. So, wir haben alles soweit vorbereitet. Die Bangsticks sind gesetzt. War ganz schön Arbeit hier in dieser abfallenden Steinpackung die Rutenhalter zu setzen. Aber wie gesagt, mit Bangsticks seid ihr da auf der sicheren Seite. Hier ist unser Futter, was wir jetzt einsetzen werden, was schnell Fische an den Platz lockt. Hier seht ihr das. Ein schöner Maismix, Tigernüsse drin, ein bisschen Hanf, schön lange gegoren, zusammengekocht. Das hat richtig Geruch, das Zeug. Das lockt auf jeden Fall schnell Fische an Platz. Und dann habe ich den Köder meines Vertrauens dabei. Die Protex Boilies ist ein
Fischmehl-Leber-Mix-Boilie. Habt ihr ja die letzten Videos gesehen, habe ich mega Erfolg mit gehabt und habe jetzt ein Riesenvertrauen und möchte diese Köder jetzt auch hier am Fluss testen. Um die Köder jetzt schnell noch attraktiver zu machen, habe ich Liquid dabei. Ganz einfach, wir haben 20er Boilies am Start und 24er Murmeln. Ein Flusskarpfen mag hier gern deftige Happen. Ich werde jetzt von den 24er ein bisschen was in den Eimer geben. Ein Flavor raus, ein Geruch, da stehen die Fische drauf und hauptsächlich dann eine große Menge von den 20ern. Die Boilies benetze ich jetzt mit dem Protex Liquid. Könnt ihr so ein Viertel der Flasche leicht drüber geben, das reicht schon. Deckel zumachen. Und richtig schön durchmischen. Das kann jetzt hier schön einziehen. Füttern werden wir ganz easy going vom Ufer mit der Futterkelle. Wir werden genau in der Kante von der abfallenden Steinpackung hier unsere Köder präsentieren. Aber wir gehen mal schnell mit euch jetzt raus mit dem Boot und zeigen euch genau, welchen Bereich wir beangeln werden, damit ihr euch was drunter vorstellen könnt. Auf geht's. Das Futter kann jetzt hier durchziehen. Die Beute ist noch ein bisschen wirken mit dem Liquid. Und dann geht's los. So, ich habe jetzt mal den Motor ausgemacht, damit ihr seht, was wir meinen. Wir sind ja vorhin relativ lang am Ufer lang gefahren. Einer mit dem Boot, einer mit dem Auto, um so einen Platz genau zu finden. Hinter uns ist unser Spot. Da oben stehen die Bullis am Damm. So, und merkt ihr was? Wir stehen auf der Stelle, wie in einem See. Draußen ballert hier die Strömung von der Donau durch. Und hier in dem Packungsbereich, wo wir uns befinden, in dieser Außenkurve, haben wir stehendes Wasser. Also es läuft ganz, ganz langsam. Und in dem Bereich, wo wir uns befinden, steht es. Und weiter draußen, 2,5, fast 3 km/h, geht es vorwärts. Ich habe jetzt mal das Echolot euch angemacht. Ich wechsle jetzt mal den Modus, gehe auf Downscan. Und jetzt fahren wir mal zusammen ans Ufer hier ran. Und dann zeigen wir euch den Platz, den wir beangeln wollen. Hier ist jetzt der ganz normale Flussuntergrund, also ebener Untergrund, Kies-Sand-Gemisch hier in der Donau. Wir sind ganz nah am Ufer. Also wenn der Martin richtig sportlich wäre, der hockt da wieder mit seinem Sombrero-Hut aus Ibiza, könnte er sogar an Land springen. Jetzt fahren wir mal ganz langsam Richtung Ufer. Habt ihr diesen Bereich gesehen? Da fängt an, diese Steinpackung hier mit dem der Donaufluss befestigt ist, hochzulaufen. Und genau an diesem Packungsfuß, wo die Stein, wo dieses Geröllfeld hier auf den sauberen Untergrund trifft, wo die Routen sauber liegen, vermuten wir beide, dass die Fische langziehen. Und dort wollen wir unsere Routen präsentieren. Da ist kein Boot vonnöten. Jetzt für die erste Location haben wir uns ein bisschen sicherer gefühlt. Könnt ihr aber auch ganz einfach mit einer Lotrute an eurem Fluss zu Hause probieren. Wir fahren nochmal ein Stück raus, damit ihr mal seht, was das für eine Entfernung ist zum Ufer. Hier geht die Packung jetzt langsam runter. Hier fällt sie ab. Ihr erkennt super gut, wie Stein im Geröll fällt. Und hier bei 4,5-5 Metern Wassertiefe wird es ganz sauber. Und da können wir die Routen einfach so rausschnecken. Ja. Aus diesem Grund ist das Boot für uns jetzt auch überhaupt nicht mehr wichtig, außer wir kriegen einen richtigen Flussbüffel ans Band, dem wir folgen müssen. Aber ansonsten ist ganz einfaches Uferangeln angesagt. Füttern vom Ufer, Routen werfen vom Ufer
und dann geht's ab. So, jetzt fahren wir hoch ans Boot, verstauen unser Boot hier, sicher der Steinpackung, zeigen euch die Montagen, die zum Einsatz kommen, Ruten rauswerfen und los geht's. Erste Nacht an der Donau, ein bisschen Futter bringen, Mais, ein paar Protex-Boilies, drückt uns die Daumen, dass da ein dicker Flusskapitän, ein schöner Flussschuppi oder ein Spiegler, soll es ja auch geben, ans Band geht. Was meinst du, Karpfenpapst? Ich bin sehr optimistisch. Ja, die Sonne wirkt, ne? Martinho hockt da mit seinem Sombrero, mit der Sonnenbrille. Aber so ein toller Herbststart 2023 hier in Deutschland, an einem wunderschönen Fluss. Eine Route fische ich auffällig mit einem Scobutter Pop-Up und einer Tigernuss. Die haben wir schließlich auch gefüttert am 360-Grad-Rig. Das sollte auf jeden Fall Erfolg bringen. So, die Systeme sind fertig gewurschtelt. Wir werden euch jetzt während dieser Session noch mal in Ruhe zeigen, was wir genau benutzen. Nur jetzt sollten langsam die Ruten ins Wasser kommen. 140 Gramm Gripperbleie kommt zum Einsatz. Die bleiben schön liegen hier, auch wenn mal ein Schiff vorbeikommt. In der Strömung an der Kante. Ich habe jetzt erstmal zum Start zwei verschiedene Vorfachtypen. Einmal ein Geflechtvorfach. Hier unten habe ich mir so ein Blowback-Rig gebaut mit dem Ring, der mein Haar am Hakenschenkel begleitet, der für perfekte Hakeigenschaften sorgt. Hier habe ich zwei 20er Protex Hookbaits. Das sind extra gehärtete Boilies, der Boilies, die wir auch gefüttert haben, die Weißfischattacken, Krebsen, etc. widerstehen. Einen davon habe ich so ein bisschen angeschnitten, dass die sich schön zusammenlegen. Und mein zweites Vorfach, hier habe ich ein 50er Mono montiert, an einem D-Rig und ein 24er Protex Hookbait an so einem laufenden Ring montiert, auch ein 140 Gramm Gripperblei. Und mal testen. Martinho hat einmal jetzt, habt ihr ja vorhin selber gesehen, so eine Art Schneemann am 360-Grad-Rig, Tigernuss, Partikel haben wir eh gefüttert, kleiner auffälliger gelber Poppy, das hat schon oft gute Fische im Fluss gebracht. Die vierte Rute schauen wir mal, wenn er die jetzt fertig wurschtelt, was er da macht. Aber erstmal zum Test jetzt, easy going. Ich setze mal nur auf Boilies, relativ große Köder. So, jetzt gehen wir runter. Martin ist schon an seiner ersten Rute. Mal gucken, was er da für einen Köder drauf hat. Füttern vom Ufer, setzen die Ruten. Und dann hofft man, dass die Sonne hier langsam verschwindet. Denn für Herbstangeln auf Karpfen ist es uns noch ein bisschen zu warm. Aber besser als Dauerregen. Oh nee, Martin! Ein Kescher baut man erst auf, wenn der erste Fisch abläuft. Das bringt Unglück. Was meinten ihr? Schreibt ihr doch mal in die Videokommentare, ob ihr euren Kescher schon aufbaut, bevor ihr überhaupt mit dem Angeln beginnt. So ein kleiner Aberglaube. So, Dele, alles ist soweit vorbereitet. Wir haben unsere Ruten auf einer Flussstrecke hier in dieser Packung schön verteilt. Circa 10 Meter zwischen den Ruten, damit wir schön viel Fläche abdecken, überall ein Leckerli bieten. So. Du hast dann gezeigt, was du auf deiner letzten Rute montiert hast. Auf geht's. Komm. Können wir sie gleich setzen. Ich habe hier einen 20er Protex-Boilie an einem 4er Haken, an einem geflochtenen Vorfach. Ganz simpel, probieren wir einfach aus.
Dadurch, dass wir die Ruten so ein bisschen gestaffelt aufgestellt haben und überall ein paar Schaufeln Futter draufbringen, haben wir später eine schöne Futterstrecke. Gucken jetzt erstmal, was abgeht. Und dann können wir ja das Ganze konzentrierter bringen. So, Fini, Achtung. Ah ja, Fini findet unser Futter natürlich auch mega schmackhaft. Liegt ganz nah vor der Steinpackung. Easy going. Das Einzige, wo wir heute Abend ein bisschen aufpassen müssen, ist hier im Steilhang die Fortbewegung. Ihr könnt gut erkennen, unsere Banksticks sind alle so gesetzt, dass die Rutenspitzen etwas in die Höhe stehen. Also viele Karpfenangler probieren ja ihre Schnüre zu verstecken. Wenn die Rutenspitzen so unter die Wasseroberfläche gedrückt werden, damit die Schnüre sich schön am Grund legen. Aber hier am Fluss, wir sitzen schon im Hang, aber trotzdem der vordere Bankstick will höher aufgebaut als der hintere. Und so kriegen wir möglichst viel Schnur aus dem Wasser bis hin zum Hakenköder und haben auch so wenig Wasserdruck auf den ausgelegten Montagen. So, zwei Ruten müssen wir noch setzen. Und dann räumen wir das Chaos oben an den Bullis auf und dann Daumen drücken. Einfach kann Karpfenangeln natürlich auch sein, ne? Also keine 500 Meter mit dem Boot raus, irgendwelche Markierungsbojen, irgendwelche GPS-Punkte, was manchmal auch wichtig ist. Aber dieses Mal angeln wir ganz easy going vom Ufer direkt am Fuße der Steinpackung. So, und jetzt hole ich mir erstmal ein leckeres Weihfut, bis der Martin später seinen Grill anmacht. Ruten sitzen alle nach bestem Wissen und Gewissen und ihr drückt uns jetzt die Daumen, dass wir einen starken Flusskarpfen ans Band bekommen. Wir haben leckere neue Sorten am Start bei Wildfood. Fudge Brownie, also wer auf Schokolade steht, der ist hier an der richtigen Adresse. Ich bin gespannt, ob sie euch genauso gut schmecken wie mir. Die Sonne geht jetzt langsam unter, mega Stimmung am Fluss, Wahnsinn. Das ist Karpfenangeln in Deutschland. Gar nicht so einfach hier im Dunkeln in der Steinpackung ein Spiegelkarpfen, Jungs und Mädels. Man glaubt es kaum. Echt verrückt, der hier an der Kante steht, der Fisch. Na komm auf, jetzt raus. Ah! Halleluja, eine
das war eben echt eine super Aktion. Das kann man sich definitiv sparen. Ja, es war ein ganz komischer Biss. Es hat nur ein paar Mal gepiepst. Ich habe erst gedacht, eine Weißfischaktion oder ist irgendwas in die Rute reingetrieben. Bin dann runter und beim Reinholen habe ich gemerkt, plötzlich, ah, hier ist ja doch irgendwas dran. War ein Spiegelkarpfen. Ich weiß nicht, ob ihr es auf der Kamera erkennen konntet. Und der Fisch stand dann eine ganze Zeit lang in dieser Kante vorne drin und hat im Uferbereich da hin und her gekämpft und ich habe ihn nicht in den Kescher bekommen. Und plötzlich macht's Bing. Ist er weggeschlitzt. Ich habe mir das schon halber gedacht, weil das so lange gedauert hat vor dem Kescher. Aber es war die erste Aktion. War zwar eine komische Aktion für den Fluss und ich habe ihn auch noch verloren. Wir haben jetzt 3 Uhr. Aber es war der erste Huber. Es war die unterste Rute, Strom abgesehen. Und die Rute mit den 2 20er Protex-Boilies am Haken. Aber verloren. Ist hart, aber so ist es. Daumen drücken, weiter geht's. Rute liegt wieder. Hau mich wieder in den Schlafsack. Beim nächsten läuft's besser. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind schon wieder eifrig am Wursteln, am Montagebau. Ich habe mir jetzt hier eine Schneemannmontage gebaut, bestehend aus einem 20er Bodenköder und einem angeschnittenen, auffälligen Pop-up, damit sich beide Köder schön wie ein Schneemann anpassen. Und will jetzt mal tagsüber probieren, ob was Auffälliges uns ein bisschen Action bringt. Gestern Nacht um 3 war es soweit. Der Bissanzeiger ging los. Ging los ist, glaube ich, der falsche Ausdruck. Ihr wart ja dabei, das hat nur so hin und her gepiepst. Ich habe schon gedacht, es wäre ein Weißfisch, dann war wieder Ruhe. Bin ich runter an die Rute, habe sie reingeholt. War ein schöner Spiegler drauf. Und den haben wir dann im Uferbereich in der Steinkante beim Keschern verloren. Ist ausgeschlitzt, der Fisch. Das ist natürlich mega ärgerlich. Erstens sind hier Spiegler ultra selten. Und zweitens Karpfenangeln am Fluss. Da kann es auch mal viele, viele Stunden, manchmal sogar Tage, gar nichts passieren. Und wir hatten gleich das Glück in der ersten Nacht hier einen Huber zu bekommen, haben ihn aber nicht landen können. So, jetzt werden wir ein bisschen umstellen, ein bisschen hin und her experimentieren bis zum Nachmittag rein. Bin mal gespannt, ob das Futter Wirkung zeigt, ob sie da sind, ob wir noch eine Chance bekommen. Ich habe jetzt nochmal ordentlich Partikel nachgefüttert auf unserer Strecke hier entlang der Kante. Ein paar Schiffe sind durchgefahren. Das Futter wird immer schön verteilt und hat halt eine immense Lockwirkung. Die Tigernüsse, der Mais, der Hanf, überall liegt ein kleines Körnchen dann rum. Und die Karpfen, wenn sie vorbeikommen, werden zum Suchen animiert und halten sich dann am Fluss länger an eurem Platz auf. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Was mich ein bisschen beunruhigt aktuell leider, es kommt immer mehr Dreck hier runter. Die Strömung hat ein bisschen zugenommen. Gestern, wie wir angekommen sind, hatten wir hier ganz ruhiges stehendes Wasser. Ich schätze mal, dass die weiter oben eine Schleuse aufgemacht haben. Und es kommen jetzt einzelne Äste, einzelne Krautfahnen, immer mal wieder an der Oberfläche durchgetrieben. Ich hoffe nicht, dass wir einen Wasseranstieg bekommen. Das wäre dann nämlich etwas problematisch hier in der Außenkurve. Weil es ist wie eine Art Prallhang. Der ganze Fluss wird dann hier vorne auf unsere Kante draufdrücken. Und dann wird es angeln schwierig. Schauen wir mal. Warten wir mal ab. Heute Abend setzen wir die Routen nochmal neu. Ich habe jetzt über Tag, Wasser ist ja sehr klar, mal 2 auffällige Köder draußen. Die gelben Neon-Poppies. Martin hat umgeswitcht auf reine Partikel. Schauen wir mal. Wirklich. Das wurmt mich noch immer so ein bisschen, der verlorene Spiegelkarpfen. Aber das gehört dazu.
Vielleicht ist es Ansparangeln. Und dafür kommst du mal richtig dicker. Ja, und plötzlich wird der Himmel schwarz. Wir haben späten Nachmittag. Ich habe gerade noch mal vorne ein bisschen Futter geholt beim Martin am Auto. Noch mal eine Ladung Mais. Mit den Boilies wollten wir jetzt ein bisschen sparsamer umgehen. Und die 30 Grad, die wir gestern Nachmittag und heute früh im Anfang noch hatten, sind plötzlich verflogen. Wir sind jetzt richtig Wellen auf dem Teich. Wir haben eben mal das Handy gecheckt. Weiter oben regnet es schon anständig. Und ich hoffe nicht, ich hoffe echt, der hat früher das schon den Anschein gehabt, dass jetzt noch der Fluss anfängt zu steigen. Weil dann sind wir definitiv hier in der Außenkurve fehl am Platz. Ich habe jetzt nochmal alles neu vorbereitet. Ich werde jetzt in unserer zweiten bevorstehenden Nacht auf auffällige Köder setzen. Hatte ich heute früh schon montiert. Ich zeige es euch mal, was ich gemacht habe. Ich habe jetzt hier, kennt ihr schon aus meinen Videos, das sogenannte 360-Grad-Rig mit einem 16 mm Pineapple-Pop-Up mit so einer gelben Leuchtkugel montiert. Hat im Fluss schon gut funktioniert. Auf diese Route wird nur unser Partikelmix gefüttert, Mais, Nuss und ein bisschen Hanf. Meine zweite Route weiter vorne wird wieder mit einem Doppelboilie Protex Bodenköder garniert. Das System hat ja in der vergangenen Nacht auch den ominösen Spiegel ans Band gebracht, wo wir nicht lange das Vergnügen hatten. So, und dann müssen wir hoffen, wirklich, dass das jetzt nicht noch schlimmer wird. Also, Wetter ist kein Problem, aber wenn das Wasser steigt, hier in der Außenkurve, sind wir dann verloren. Naja, mal gucken. Wir haben alles soweit wetterfest gemacht. Ich habe sogar meine Markise mal reingefahren. Es ist richtig Sturm drin in unserem Wetterradar, dass sich nicht noch die Markise über den Bulli wickelt. Ja, der Regen ist angekommen. Der Sturm ist vorübergezogen und jetzt fängt es hier richtig an zu schütten. Und weiter oben, wir haben schon mal ein Wasserstandbild gecheckt, sieht auf jeden Fall nicht positiv aus. Der Fluss wird auf jeden Fall anfangen zu steigen. Strömung hat jetzt schon ein bisschen zugenommen. Finny, was sagst du? Plan B? Warten wir mal ab noch die Nacht. Hä? Ja. Ja. Die Sonnenbrandphase ist definitiv für dieses Jahr, glaube ich, vorbei. Der Herbst rückt jetzt hier an. Schiff durchgeballert. Ich habe erst gedacht, es wäre das Schiff gewesen. Dann ist er volle Kanne abgerannt. Ihr wisst, was drauf ist, ne? Ihr wisst, was da drauf ist. Unglaublich, unglaublich. Diese gelben Poppies. Es ist kein schlechter Fisch. Daumen drücken jetzt, Daumen drücken, dass das gleiche Malheur wieder passiert.
gestern Abend. Gibt's doch gar nicht. 24 Stunden sind wir jetzt hier. Und nach dem Unwetter geht's plötzlich los. Ui. Schöner Schuppi. Haben eben schon mal gesehen. Ein schöner Flussschuppi. So, jetzt muss nur alles klappen. Gestern mit dem Spiegelkarpfenswandel Drama. Das ist die gleiche Situation wie gestern, ne? Wisst ihr noch? Gestern Nacht? Ich würde zwar behaupten, der Spiegelkarpfen gestern Nacht war deutlich kleiner, aber die ganze Zeit hier vorne an der Kante geblieben. Hin und her. Und jetzt seht ihr ja, die Bude steht wieder. Wie ein Hänger. Der Fisch ist drauf. Da geht er wieder. Das ist Flusskarpfen, Jungs und Mädels. Steht genau unten an der Kante. Unten an der Kante wurden die Köder präsentiert. Schiff ist durchgefahren, Unwetter, alles was dazugehört. Und plötzlich piept's los. Ja? Daumen drücken, dass wir kriegen. Viel größer als der Spiegler gestern. Viel größer. Wir werden nicht wieder so viel Druck machen wie gestern Nacht. Aber viel stärker der Fisch. Definitiv viel stärker. Vielleicht haben wir Glück jetzt vor dem kommenden Wasser. Schlagschnur ist drauf auf der Rolle. Ich glaube, ihr seht genau, wo er ist, was wir euch auch auf dem Echolot gestern gezeigt haben. Steinkante geht runter, Kante zum normalen Flussbett. Da zieht jetzt gerade seine Bahn. Unglaublich. Jetzt kommt er wieder hoch, jetzt kommt er. In jedem Fall ein langer Flussschuppi. Dampf ohne Ende. Unglaublich. Gibt's nicht, ne? Das gibt's doch nicht. So ein kleiner, leuchtender gelber Poppy. Was die Fische bringen können. Ich hoffe, dass wir nicht noch Licht brauchen. Ja. Eine Kopflampe. Unglaublich, was der Fischbuch macht. Das ist wirklich unglaublich. Jetzt geht es wieder abwärts. Aber schreibt doch mal in die Kommentare vom Video, ob ihr sowas auch schon mal erlebt habt.
wenn ihr auf Kappmann Plus angelt. Schiff durchgefahren, bieb, bieb. Schon gedacht, oh ja, Strömung. Und plötzlich ist er losgeballert. Hat das was mit den Schiffen zu tun? Beim Welsangeln sage ich, oder beim Raubfischangeln. Wenn die Schiffe durchballern, es aufwühlt, kommen die Fische in Fahrt, aber im Karpfenangeln. Schlagschnur ist wieder so gut wie weg. Das ist ja unglaublich. Jetzt erleben wir alle Jahreszeiten im Drill. Kommt der Regen wieder zurück. Und glaube ich, was der Fisch für eine Power hat. Also mit meiner Explorer konnte ich Fische bis über 25 Kilo fangen. Aber das ist hier gerade wie ein Wälzer. Also wie wenn der unten in dieser Kante verharrt, da der Fisch. Ich habe ihn schon mal kurz hier oben gesehen. Ist ein Schuppi, definitiv, kein Spiegler. Den Spiegler haben wir versaut gestern. Aber ich habe auf jeden Fall mega Angst, dass ich ihn wieder verliere. Weil morgen kann es definitiv rum sein. Wenn der Regen jetzt zunimmt und das Wasser weiter steigt, können wir hier ein paar Lang einpacken. Nein. So ein Gefühl wie beim Thunfischangeln, wenn man irgendwann mal oben gehabt nach einer Stunde, dann im nächsten Moment wieder abschiebt. Unglaublich. Aber drückt eure Daumen, den kriegen wir. Da passiert jetzt kein Blödsinn mehr. Den kriegen wir jetzt. Starker Donauspiel. Wirklich brutal, unglaublich, was der Fisch ändern kann. Der kleine Bobby mit 360 Grad Weg im Maul. Das muss jetzt klappen. Deswegen sind wir hier. Kommt er, da kommt er. Komm. Kein Blödsinn jetzt, bitte. Ist wieder raus aus dem Fächer. Fische nutzen definitiv für die Strömung. So, komm. Na komm. Was ein Krimi hier am Fluss. Rein. Alter Falter. Also ich habe richtig... Geht die Tube. Richtig starker, langer Flussschuh. Habt ihr das schon mal gehabt? Am Fluss? Ein Fisch, der so Druck macht. Hier liegt kein 30 Kilo Karpfen drin. Ja. Ein sehr langer Schuppi. Aber ist ja unglaublich, kam die Kante überhaupt hoch. Alter Falter. Wahnsinn. Aber genau das ist Angeln. Erst große Verzweiflung und dann in einem Megasonnenuntergang einen starken
Lustschuppi im Netz. Ich zeige euch gleich mal. Das ist ein Flussbrett. Richtig starker, langer Schuppi. Ja, und mit dem Paddel hier hinten, da hat er natürlich Dampf. Ne? Und hier vorne, ich habe es euch vorhin noch gezeigt, 360 Grad Rig und der kleine Poppy auf dem Partikelfutterteppich im Fluss. Die Fische hier im Fluss, die haben keinen Namen mehr. Alter Vater, der ist fast so lang wie die Abhackmatte. Unglaublich. Was hat er sich verdient als erstes? Auf jeden Fall erstmal ein Kussi. Wahnsinn! Wahnsinn! Schaut euch mal diesen Schuppi an. Ein richtiger Flussnomade. Mega. Mega! Dankeschön. Danke für deinen Besuch. Das ist Angeln. So, Rute wieder scharf machen. Mittlerweile ist es dunkel geworden, es ist noch nicht spät, aber die Zeit rennt. Erfolgsköder war der Pineapple von Bait Lounge. Wenn ihr mal Bock habt, die Bait Lounge Produkte zu testen, zu probieren, checkt mal unten in der Videobeschreibung meinen Code. Stefan-Karpfen bekommt da 10% auf alles. Könnt ihr euch mal durchtesten. So, und ich wollte eigentlich heute Abend wieder einen Protex Bodenköder bringen, aber vielleicht ist über dem Futterteppich doch so ein kleiner Neon-Poppy genau das Richtige. Probieren wir nochmal aus. Vielleicht die letzte Chance hier am großen Fluss. Kann sein, dass wir morgen, falls der Regen seine Wirkung zeigt, gar nicht mehr angeln können. Hier ist das System. Ja, und hat jetzt geliefert. Ein paar Partikel werden wir mal drauf füttern. Bollies werden wir uns jetzt mal sparen. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber genauso ist Angeln. Das ist Karpfenangeln. Nicht verzweifeln. Ich habe gestern Abend schon, oder besser gesagt gestern Nacht, nach dem Spiegler, hätte ich mir schon richtig in allerwertesten beißen können. Ich habe zu euch ja nachmittags noch gesagt, wie wir angefangen haben. Vielleicht haben wir mal das Glück, hier im Fluss einen Spiegler zu fangen. Dann kam er. Der erste Biss, der erste Fisch und vorm Kescher ausgeschlitzt. Weiter geht's. Bin mega happy mit dem Schuppi. So, Rute raus, ein paar Partikel noch füttern. Vielleicht kommt noch was. Von heute Mittag, dem gebe ich noch mal eine Chance.
Jetzt nach dem Regen wird es hier im Steilhang wirklich rutschig. So, hier auch noch ein paar Partikel drauf. Und schon haben wir nach der Hitzeperiode wirklich dicke Herbstklamotten an. Also der Herbst kommt am Fluss. Jetzt schauen wir mal, was der Fluss macht nach dem starken Regen. Wenn sie morgen anfangen sollte zu steigen, werden wir Plan B machen. Ansonsten werden wir hier unserem Plan in der Packungskante treu bleiben. Bis später. Vielleicht sehen wir uns heute Nacht nochmal. Bis zum Biss. Auf Martin, hopp! Weißfisch, oder? Wieder ein ganz komischer Biss. Oder nimmt schon die Strömung? Ja, irgendwas Weißfisch. Ist drauf, aber ich glaube. Weißfisch. Spiegel hat auch so ähnlich gebissen gestern Nacht. Weil im Steilhang sitzt natürlich spannend. Im Steilhang sitzt hier spannend nach dem Regen. Ein schöner Döbel. Richtig starker Döbel. Bei uns heißen sie Döbel. Wie heißen sie bei euch? Eitel. Eitel in Bayern. Jetzt kommt ein bisschen Leben in die Sache rein. Jetzt kommen die ersten Weißfische hier an den Start. Das Futter wirkt. Schneemann hat er nicht widerstehen können. Petri heil. Petri dank. Das ist auch noch ein schöner Karpfenkriegst. Kaum die zweite Aktion, die dritte Aktion und wieder auf den gelben Poppy jetzt. Schön. Da will ich jetzt mal hier den Steilhang runter. Was eine Aktion. Hier ist er. Unglaublich. Unglaublich, wie die Jungs kämpfen. Schon wieder so ein Déjà-vu gehabt wie beim Spiegelkarpfen, dass er kurz vorm Ufer ausschlitzt. Petri heil. Pinneppel-Puppi, wahrscheinlich saugen sie sich die Teile hier vom partikelfüllter Platz runter. Die kleinen Köder überzeugen momentan wirklich. Eigentlich im Fluss ist damit gerechnet, dass sie auf die 24er Protex-Murmeln abfahren, aber leuchtende Poppys auf dem Partikelfutterplatz
brachte jetzt den zweiten Fisch, den zweiten gefangenen Fisch. Petri Heil, mega. Komm, Fisch. Martin ist im Morgengrauen am Drillen. Das Futter zeigt jetzt richtig Wirkung. Also es ist richtig Aktion hier am Fluss geboten. Aber der Film würde eine fette, fette Überlänge bekommen. Also sind definitiv knappe 2 Stunden Fluss-Action hier zusammengekommen. Und deswegen, um auch die Spannung an Weihnachten etwas aufrechtzuerhalten, werdet ihr nächsten Sonntag sehen, wie es weitergeht. Ihr werdet sehen, ob ich den schmerzhaften Verlust des Spieglers vergessen werde. Es gibt nur eine Möglichkeit für einen Angler, so einen Fischverlust zu vergessen. Das wisst ihr sicherlich. Nämlich wieder solch einen Fisch zu fangen. Und wie es hier weitergeht am Fluss, ob wir noch eine richtige Granate ans Band bekommen, ob das Wasser mitspielt, ob wir Hochwasser bekommen durch den Regen. Es bleibt definitiv spannend. Nächsten Sonntag sehen wir uns wieder hier auf dem Kanal zum zweiten Teil Abenteuer Karpfenangeln am Fluss hier an der Donau. Bis dahin, eine tolle Adventszeit. Bis nächsten Sonntag. Danke fürs Einschalten. Bleibt gesund. Ciao, ciao.